Hallo und herzlich willkommen zurück zu dem Far Cry 5 DLC Dead Living Zombies. In der letzten Episode waren wir auf den Feldern des Terrors unterwegs und diesmal geht's zu den verbrannten Brücken. Jetzt sind wir mal gespannt. Eins vorweg, ich bin ein riesiger Fan deiner preisgekrönten, dialoglastigen Kriegsfilme. Danke. Hey, wie wär's mit einem, der so intensiv ist, dass sie Zuschauer PTBS bekommen? Und hier kommt er. Der beste Film, der dir je in einem Aufzug vorgestellt wurde. Stell es dir vor. Ein Elite-Sonderkommando. Sie heizen den Untoten auf der zerfallenen Brücke so richtig ein. Sie sind abgeschnitten, umgeben von Wasser. Aber das ist ihnen scheißegal, denn sie sind die Besten. Oh, wir rocken! Fuck nochmal, was Scheiße-Zombie-Zombie! Zombies killen, das halten wir den ganzen Tag durch, vorausgesetzt die Logistik stimmt. Aber manchmal kann es die Logistik eben auch verkacken. Ups. Ihr seid auf der falschen Seite abgesprungen! Ich schicke euch meine Jungs vor! Wir brauchen Munition! Was passiert, wenn ihnen die Munition ausgeht? Und so wird aus der Mission Vernichtung die Mission Überleben. Überlebung. Wir schaffen es hier nur lebend raus, wenn wir überleben. Ein Krieg, bei dem eine Seite bereits tot ist. Halbwegs interessant. Unsere Heldin muss den Munitionspunkt erreichen. Ansonsten stirbt sie und wird zum Feind. Okay, okay, ich seh's vor mir. So, dann wollen wir mal sehen. Sind ja nur 127 Meter über die Brücke. Sei doch gelacht. Aber irgendwie kommt mir das Szenario bekannt vor. Auf der Brücke, Zombies, Sonderelite-Kommando. Würde ich jetzt nichts sagen, aber Planet Terror? Wenn der ein oder andere den kennt, kommt es auch drin vor. Egal. Wir müssen uns hier durchschlagen. Natürlich wie immer üblich mit der Schrotflinte. Stell dir vor, zwei riesige Brücken Vögel miteinander. Das hier ist ihr Kind. Also bewegt sich alles rückwärts. Sagen, wo sind sie denn, meine Freunde? Die guten alten Zombies. So sagen, die ersten beiden DLCs haben mich nicht so überzeugt. Also mich nicht gereizt zu spielen, aber bei Zombies, da kommt mich dann nochmal hinterm Sofa hergekrochen. Unsere Heldin kommt an der Leiche eines Kameraden vorbei. Daneben liegt eine tolle Waffe. Sie konzentrieren sich auf die Waffe, nicht auf den Gefallenen? Oh, unsere Heldin wusste, dass sie ihn als erstes erwischt. Oh, da kommen ja auch noch mehr. Mal gucken, ob es hier noch was gibt. Nimmt. So. Also, die Heldin ist bei der Quelle der Zombie-Epidemie. Ach, natürlich. Keine Menschen in der Nähe, stimmt's? Kein Dialog, nur ein Zombie-Massaker. Nur ein Zombie-Massaker? Da sind Mutationsstationen und Schleim und Chaos. Ich
manchmal reicht nur ein Zombie-Massaker auch völlig aus. So, wo bist du denn? Dem Spuk ja mal ein Ende. Also, aus einem LKW läuft Benzin aus. Und jetzt haben wir eine Feuerstraße, Baby! Und was bedeutet das für die Heldin? Das Feuer steht für ihr Aggressionsproblem. Anstatt sich ihm zu stellen, geht sie ihm aus dem Weg. Okay. Bleibt schön da unten. Okay, und dann kommt ein umgestürzter Zug. Moment mal. Ein verdammter umgestürzter Tankwagen. Bei der Explosion werden sich die Leute einscheißen. Ich vermute mal, ich muss ihn in die Luft jagen. Na, selbstverständlich. Vielleicht noch ein bisschen was Durchschlagskräftigeres. Irgendwie etwas über die Hauptcharakterin sagen? Machen wir doch! Sie weiß, wie man Dinge hochjagt! Man muss nachladen. Das gewusst. Dann. Hätte ich mich ins G hier platziert und hätte damit die Zombiehorden ein wenig niedergemacht. Aber gut. Die Heldin muss einen Weg nach unten finden. Wenn man die Geschichte als Kurve abbilden würde, wäre das der Tiefpunkt des Films und der Brücke. Und meiner Karriere. Sagtest du was? Nein. Jetzt hat die Heldin buchstäblich keinen Ausweg mehr. Buchstäblich. Vielleicht hören wir den inneren Monolog der Heldin, voller Verzweiflung, Verlust. Oder sie zückt einfach ihren coolen Kletterhaken. Natürlich. Beziehungsweise mir kommt es auch so ein bisschen vor wie bei Left 4 Dead, muss ich sagen. So die Brücke, die dann angegriffen worden ist am Ende von Left 4 Dead 2. Wo sind sie denn? Ach da. Unsere Heldin sieht einen riesigen Käfig.
was da wohl drin war. Vielleicht erinnert der Käfig die Heldin an ihre Zeit als Kriegsgefangene. Klar, und die Zombies stehen hier für, keine Ahnung, für die Leute, die sie sterben sah? Interessant. Ich würde sagen, in dem Käfig waren die Zombies. Überraschenderweise. Und jetzt sieht unsere Heldin, dass ein Zombie aus ihrem Kumpel ein All-You-Can-Eat-Buffet gemacht hat. Und wie fühlt sich die Charakterin dabei? Hoffentlich total angewidert. Gucken, wie die Schroflinde so ist. Hörst du das schon wieder? War wieder ein ganzer Waggon voller Zombies. Na klar. Jetzt können wir mal irgendwo nachladen. Gucken, ob es hier so einen Endgegner-Zombie gibt. Und wir kommen da ein paar. Ich nehme sie gerne in der Gegenasse. Gasse. Komm zu mir. Wollte er nicht, ne? Kommt die hier rein? Wie es aussieht. Kommen sie nicht hier hoch. Okay, also die Heldin muss sich durch eine Obdachlosenzuflucht in der Brücke schlagen. In der Zombies einfach das Zombie-Festival veranstalten. Was sagen Sie damit zum Problem der Obdachlosigkeit? Oh, dass Obdachlosigkeit schlecht ist? Ein echt extravaganter Standpunkt, was? Hör mal, Obdachlosigkeit ist wirklich ein sehr wichtiges Thema für mich. Ich will, dass jeder auf der Welt ein Zuhause und ein Regal mit Blu-rays aller meiner Filme hat. Wir da wie oben müssen. Gucken wir unten nochmal. Gut, erste Hilfe-Set. Sonst nichts weiter. Dann wollen wir mal gucken, was uns hier oben erwartet. Munition ist voll. Ab über den Bus. Dann erreicht unsere Heldin den Munitionspunkt, wo eine neue Knarre wartet. Juhu. Du willst mehr Charakter? Wie wär's mit einem scheiß Zombie-Sasquatch-Charakter? Bäm! Überraschung! In deine Fresse! Plot-Twist! Oh. Zum Thema Boss-Zombie. Da sind wir wieder zurück. Nachdem ich gerade gestorben bin, müsste man das ganze Szenario wiederholen. Das habe ich euch jetzt mal erspart. Wir haben es ja schon einmal durch bis hierhin geschafft. Ich habe einfach nochmal durchgespielt und hier bin ich wieder.
willst mehr Charakter? Wie wär's mit einem scheiß Zombie-Sasquatch-Charakter? Bäm! Überraschung! In deine Fresse! Plot-Twist! Schöner Springer, der. Der Kleine. Also, der Sasquatch ist jetzt Asche. Cool, nicht wahr? Der Schluss ist ein Duell mit einem Monster? Nein. Unsere Heldin sieht einen Ausweg. Natürlich. Hätte ich mal gleich. Vernünftige Waffe genommen. Wäre es vielleicht nicht passiert. Dann bringen wir, wollen wir da mit Zombies? Okay. Okay. Zombie-Action hier mit einem stationären MG. Hat ja noch keinem Film geschadet. Explosion hier, Explosion da! Ja. Das MG gerammt. Können aber gerne mal die andere nehmen, oder war es das jetzt? Nee, das war's wohl noch nicht. Auf ein neues. Oh, bleibt er denn? Den ganzen Tag habe ich jetzt auch nicht Zeit. Was treibt ihr denn da zum Teufel? Oder muss ich darüber? Oh, natürlich, ich muss darüber. Gar nicht schlecht. Und jetzt sieht unsere Heldin einen Kontrollpunkt. Das ist das Ende. Oder doch nicht? Was findet unsere Heldin am Ende? Einen Soldaten, der denkt, unsere Heldin wäre einfach nur ein weiterer Zombie. Bam! Kopfschuss! Abspann! Ich passe. Scheint mir sehr actionlastig zu sein, ohne große Charakterentwicklung. Wie wär's, wenn wir uns lieber über die Entwicklung unserer Partnerschaft unterhalten? Wie wär's, wenn Sie jetzt gehen und ich Sie nicht anzeige? Ja, das war es für diese Episode. Wir sehen uns in der nächsten. Vielen Dank fürs Zusehen. Tschüss!